Und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode ARK. Heute ein kurzes Ründchen noch einmal und Stoiker und Zuli natürlich wieder beide am Start. Hallöchen. Jawohl. Hallo. Hallo. Und was machen wir denn heute? Ich dachte eigentlich, wir könnten mal ein paar Raptoren zählen. Jo, ja, gute Idee. Ich dachte heute, wer macht einen Scheiße-Tag, aber Raptoren ist auch okay. Ja, vielleicht schaffen wir das ja. Und wenn wir die Raptoren gezähmt haben, würde ich am liebsten noch so einen T-Rex zähmen. Ja, mein nebenbei, klar. Ja, mit den Raptoren halt, weißt du? Weil eigentlich, also ich hatte Nein, mir also gedacht... mit den Raptoren, in der Regel macht man sowas ohne andere Viecher. Weil die wirst du verlieren sonst. Ist nicht wie im Film. Ja, nee, was ich sagen wollte. Mensch, du bringst mich raus. T-Rex mit den Raptoren, ja. Was ich sagen wollte, ich hatte mir überlegt, weil eigentlich wäre es schon eine ganz coole Idee, wenn wir zumindest mal einen von diesen Endbossen machen. Irgendwie. Also, dass wir da mal da so drauf hinarbeiten, auf dieses Ziel. Wir können ja schon mal wir müssen erstmal die ganzen Sachen sammeln. Ja, genau, dann müssen wir die ganzen Sachen sammeln und da brauchen wir unter anderem auch so ein paar, ach siehst, ich wollte gar nicht sagen T-Rex zähmen, obwohl doch, ich würde auch gerne T-Rex zähmen. Aber wir brauchen ja auch so vier... Was macht ihr da? Was macht ihr da? Der ist lustig. Wir brauchen ja auch vier von diesen T-Rex-Armen. Und wenn wir dann erstmal so einen T-Rex gezähmt haben, ist es natürlich einfacher, ein paar andere davon zu killen, ne? So, dachte ich so. Also... Sollten wir auf jeden Fall... so drauf hinarbeiten. Jetzt fangen die an sich zu hauen. Es wird langweilig. Okay, alles klar. Komm, wir starten einfach mal. Ah! Voll die Prügelei. Ja. Wo geht's hin? Also, Narkotik brauchen wir und Pfeile. Ach, haben wir alles dabei. Oder? Ja, ich glaube, wir haben so alles. Hier sind über 200 Narkotiks im Brösel. Im Bröselstösel, aber ich müsste mal ein paar Pfeile herstellen. Warte mal, Narkotikpfeile. Was brauche ich denn dafür? Auch gar nichts. Ich kann herstellen 33 Stück, das ist aber schön. Dann kann ich 33 Stück herstellen. Hast du natürlich... Ja, dann mache ich nochmal ein paar Bärenfallen, ne? Ja. Und ich würde am liebsten... Glück reichen wohl, oder? Reicht wahrscheinlich für Bola. Ich habe 4 Bola, aber ich kann auch die Weiterentwicklung von diesen Bolas herstellen. Ketten. Ja, das wäre vielleicht auch mal ganz gut für den T-Rex später. Ist, ob sich das überhaupt lohnt. Ja, die brauchen sehr viel Metallbarren. Die brauchen einige Metallbarren, da hast du recht. Na, ich habe jetzt mal 20 Narkosepfeile, sollte das mal reichen. Hoffe ich. Okay. Ich bin schon mal unterwegs und mache hier mal einen Airdrop auf. Ach, was haben wir da Nettes? Das ist super, Cola, Materialien. Ja, was ist da so? Schöne Sache. Was Tolles, nur Materialien. Leder, Fasern. Oh, Munition. Das kann andere ich Leute wegwerfen. Wie kann ich mich da draufstecken? Ich guck mich mal um, ob hier schon was Velociraptor-mäßiges rumläuft. Ja, ich glaube, wir nehmen unsere Vögel und fliegen dahin, wo wir das letzte Mal waren, weißt du, auf diese. Da war noch ein Raptor. Mitten rein, meinst du? Nee, ich würde am Wasser lang fliegen. Da hast du meistens Glück, aber vor allen Dingen eine Sache noch. Die Velociraptoren kämpfen ja im Rudel. Das heißt, wenn du 3 Stück siehst, gehst du besser nicht hin. Doch, manchmal hat man Glück 3. Und ein Einzelner ist unterwegs. Ich würde sagen, wir hauen direkt 3 um mit den Narkosepfeilen. Ihr habt doch bestimmt alle eine Armbrust bei, oder? Ja, aber die brauchen... Wir müssen das ausprobieren. Macht euch mal ein paar Narkosepfeile und dann... 50 Stück reichen bestimmt. Also der Alpha-Raptor sitzt da hinten immer noch in der Ecke am Wasser. Den lassen wir mal lieber. Ich überlege gerade. Was wollte ich jetzt machen? Scheiße, ich hab's vergessen. Ja, ich muss auch Pfeile machen. Narkotik brauchen wir. Ich habe keine Narkotik dabei. Ja, guck mal, hier unten sind über 200 Stück drin. Die gehört ein bisschen rum. Apache, braucht man ein Apache? Aber kein lila Orangen, oder? Ein Apache? Ein Apachen wäre ganz gut, so ein Hubschrauber mal so hier. Ja, nee, das ist so eine Ramme. Nee, was wollte ich denn jetzt machen? Ich laufe hier schon wieder rum, falsch geht. Irgendwas muss ich da machen.
irgendwas für den T-Rex, eine Bola, du wolltest eigentlich Kippen irgendwas gucken. Ja, nee, ich wollte eigentlich unter anderem auch Dingens machen. Wieso haben wir eigentlich hier überhaupt nichts mehr zu fressen, ey? Nur noch rohes Fleisch. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Fleisch. Ich wollte. Oh. Du wolltest, oh. Ja, gekochter Fisch. Und du nicht wolltest, mehr. Oh. Ich wollte. Doch, ach, Mann. Ja, lass es mal hacken. Nee, ich hab's. Hä? Ich hab dich gerade rausgenommen? Mach einfach weiter, wie du sonst auch machst, und dann kommst du wieder raus. Genau, Lieber. Flints. Flints wollte ich suchen, weil ich noch ein paar Pfeile machen wollte. Jetzt habe ich's. Mann, das war ja. Ist nicht ein Name? Der lange dauert, bis ich da drauf komme. Ein Flint ist hier noch. Ein Flintstone, ja, ein Flintstein. Nee, ein Feuer. Zündstein, oder wie heißt Zündstein, das hier nochmal? Was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Die heißen. Feuerstein, Mann. Einfach Feuerstein. Ja, dann. Ach, hier ist ein Velociraptor. Auch ein schöner sogar. Ui, den will ich haben. Bist du schon unterwegs, oder was? Ich bin schon unterwegs. Schön, dass du auf uns wartest. Mann, das ist so kollegial von dir. Ich hol den ja nicht. Na, wenn ich jetzt direkt sterbe und mein Vogel weg ist, das wäre schon scheiße. Oh, er kommt. Wo bist du denn? Ich komme. Ich könnte ihn mit zur Basis bringen. Ich lasse ihn mal ein bisschen hinter mir herlaufen. Guck, wo bist du denn? Der macht jetzt hier Stress mit den anderen Viechern. Na, das ist er nicht. Hör mal, ich kann nicht weiterfliegen. Ich hänge hier back hier voll rum, weil du so weit weg bist. Ach, du bist also in die andere Richtung geflogen? Du bist in die falsche Richtung geflogen, ja, genau. Schade. Das heißt falsche, in die andere. Und dann komme ich mal zu dir. So, dann sollten wir ihn holen, weil der legt sich gerade da hinten mit zwei Triceratops an. Ach, das schöne Vieh wird draufgehen und wir sind ein anderer. So, reinfliegen. Wer ist denn das hier? Ach, du bist das. Ich dachte, der Zulli wäre das. Wie war das mit dir? Ich bin hier noch am Basteln. Ja, ja. Lita, du solltest mal gucken, dass du das ausschaltest, dass wir hier so nah aneinander fliegen müssen. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ja. Erinnere mich beim nächsten Mal dran. Vor dem Start. Das läuft hier unten rum. Ah, ne, Petradon. Also noch ein Stück weiter. Ich will jetzt auch nicht zu weit fliegen wegen Zulli, das ist nicht das Ding. Ja, Mensch. So, da unten läuft der Velociraptor, wenn wir hier irgendwo mal die Vögel hinstellen. Leta, falls ich drauf gehe, könntest du meinen Vogel anpfeifen mit Tee, dass er dir folgt. Ich versuch's nämlich jetzt. Wo ist denn hin? Wo ist der Velo? Ich glaube, der ist durchs Wasser und hat da hinten den Vogel sich geschnappt. Aber im Wasser ist Krokodil. Krokodil? Ja, aber weiter hinten. Also hier könntest du durchgehen durchs Wasser. Was machst du jetzt? Holst du deinen Vogel? Ja, der wurde angegriffen von einem Dilophosaurus. Der ist irgendwie da runtergekommen vom Stein. So, ihr müsst zurückkommen. Ich bugge hier schon. Okay. Okay, Leta, kommst du. Also der Raptor ist auf jeden Fall da, wo ich. Oh shit, was ist denn los? Ich muss. Oh nein, ich muss runter. Hast keine Ausdauer mehr. Genau, und der Raptor ist da oben. Das ist ungünstig. Kannst du dich bewegen? Pass mal mit auf meinen Vogel auf. Zulli, kannst du dich bewegen? Ja, jetzt geht's, kleinen Moment. Okay, dann flieg mal, Richtung. Raptor ist gleich platt. Vorbei mit dem Raptor. Ich muss noch was essen und trinken. Kleinen Moment. Ja, der ist. Was hast du jetzt platt? Der ist tot? Ja, zumindest ein Raptor. Das war nicht der, den ich gesehen habe. Wir warten jetzt mal kurz um zu legen. Da hinten ist der andere Raptor. Magst du meinen Vogel mal nehmen? Mag ich mir deinen Vogel mal nehmen? Ja, ich kann den Vogel nehmen. Warte. Spring einfach mal. Kann ich ihn jetzt so einfach anpfeifen? Wenn ich drauf sitze? Ich bring noch Fleisch mit, ne? Wo ist er? Level 21 ist er. Uiuiui. Fleisch mit wofür? Für unsere Vieh. Ach so, Fleisch. Wäre ganz gut, ja. Obwohl ich habe in meinem Raptor ein. In meinem Raptor. Er liegt. Ach, ich brauche Fleisch. Hab hier. Ich hab kein Fleisch. Also, geh mal an meinen Vogel ran. Ja. Hab.
Der Triceratops, der backt hier rum, siehst du es auch? Deiner. Ha? Deiner. Nicht meiner, sondern der da im Wald hängt. Jetzt nicht mehr. Gerade eben backt er hin und her. Das war so schräg. Gegessen, getrunken und ich komme. Ja. Boah, hier ist so ein weißer, ist der ganz weiß? Der sieht ganz weiß aus, tatsächlich. So ein weißer Pelikan oder Möwe oder was weiß ich. Ja. Sieht nett aus. Ach Gott, ich scheiße hier auch in der Luft. Zuli, du weißt, wo du hin musst, ja? Nein. Du musst entgegen der Richtung der Eiseninsel, also von unserem Lager aus, am Strand entlang. Ich kann dir nicht sagen, ob links oder rechts, auf jeden Fall nicht in das Richtung. Wasser rechts, oder? Ja, genau. Ich kann den Triceratops nicht töten, weil der hier so hin und her backt. Das Wasser muss links sein, wenn du fliegst. Wieso steht eine Letak hier neben mir? Ich stehe nicht neben dir. Doch. 2 Meter. Hast du den Triceratops platt gemacht? Mhm. Oh, da hinten ist noch ein Raptor, Basti. Okay. Ich kann sogar auf dich draufhauen. Also ist noch ein bisschen entfernt, der ist auch woanders hin. Das bin nicht ich, weil ich sitze hier oben. Also komm einfach. Aber ich würde jetzt gerne runter zum Stalker. Das Krokodil da hinten. Ja. Oh, und hier kommt noch ein Raptor, der ist genau unter. Ne, ist das ein Raptor? Die Lofo wahrscheinlich. Die Lophosaurus. Ja. Ihr seid andersrum geflogen. Also ist Wasser links. Wasser links, habe ich gesagt. Ah, okay. Dass das Wasser auf der linken Seite ist, wenn du fliegst. Da kommst du doch. So weit sind wir noch nicht weg. Der ist schön, der Raptor. Siehst du mich hier? Ja, siehst mich schon, ne? Nee, oh, relativ witzig. Ah, Level 21, mein Gott. Das Schlimme ist, hier hinten war noch ein Raptor. Oh, das Schlimme, das Gute ist, hier hinten war noch ein Raptor. Und ein Skorpion folgt dir. Der kann mir ruhig folgen. Ich suche gerade den Raptor. Hallo? Raptor, kommen Sie bitte raus. Oh, ich muss bestimmt gleich wieder runter. Ich muss mal eben schauen. Jetzt hier. Ach, Firefly. Jo, bleibst du hier? Oh, dann würde ich mir nicht mal einen Skorpion holen. Beziehungsweise das Krokodil ist auch gleich hier hinten. Du meinst, du willst den platt machen, den Skorpion? Ja, dachte ich. Oder willst du ihn zähmen? Nee. Boah, der sieht aber ganz nett aus, der Raptor. Können wir gar nicht zähmen. Wir haben kein gammeltes Fleisch dabei. Was für ein Fleisch? Stimmt. Du brauchst vergammeltes Fleisch. Achso. Ne, ich hol mir den mal. Hab ich dabei. Ich hol mir vergammeltes Fleisch. Jo. Oh, 2 Schuss. Oh, viel Chitin gibt es. Gut. Hören Sie mal, Herr Raptor. Ich hätte gerne noch einen Raptor. Ja, wollt ihr noch rumfliegen, gucken oder was? Ansonsten ist ein Stück weiter wahrscheinlich auch ein Hamster, wollte ich gerade sagen. Oh. Das ist der Biber. Übrigens, yeah, baby. Leta, gegebenenfalls ist hier im Wasser hin und wieder sind da solche Holzgerüste. Da kannst du rangehen, da sind ganz viele Sachen drin. Möglicherweise so viele Sachen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst.
Was? Da kannst du Zement oder so rausholen, aber dann greifen dich in der Regel naheliegende Biber an. Da stehen nämlich so Dämme. Aha. Bauen so Dämme im Wasser. Was machen die? Kannst du hier nicht mal den Triceratops platt machen, der ist immer irgendwie noch da festgebackt. Kann ich machen, Sekunde mal. So hast du eigentlich meinen Affen dabei. Oh. Jetzt fliegt er weg, siehst du das auch? Ja, ja, hab ich gesehen. Ja, warum habe ich deinen Affen dabei? Gute Frage, weil der gerade draußen vor der Tür rumlief, ich ihn eingesammelt habe und vergessen habe, ihn wieder abzusetzen, bevor ich losgeflogen bin. Also. Komm, mach doch eben, setz ihn. Na, jetzt setze ich ihn doch nicht ab. Na, wenn du ihn zurückfliegst, dann backt er ja wieder hier. Der ja, Vogel aber, ist ja schnell. Ja, aber ich komme doch nicht so weit. Echt? Ist das so weit? Guck mal, das Leder oben aus dem Triceratops. Ja, mach mal. Ich, guck mal den Vogel. Wo ist mein Vogel? Ach, hier. Hallo. So, jetzt guck ich mal. Ob ich ihn noch im Raptor sehe. Ich hätte nämlich jetzt auch gerne einen. Ja, da hinten um die Ecke sind viele. Wo denn? Hier? Rechts um die Ecke, ja. Da ist sowieso die Gegend dafür. Ah ja, hier läuft schon einer. Ich wäre dafür, wenn wir zu Fuß gehen würden. Ich habe hier einen, den ich lande jetzt hier und dann. Nein, Hunde dran. Mich bitte nicht greifen. Boah, bist du voll, Genau. Ich bin gerade im Crap. Wenn der jetzt mal hier runterkommen würde. Oh. Ja, shit. Genau deswegen solltest du nicht den Affen mitnehmen. Boah, nimm den Vogel mal bitte weg. Scheiße. Was ist passiert? Ja, der Raptor ist im Wasser und der säuft jetzt vermutlich, schicke ich mal von aus. Der liegt bewusstlos im Wasser. Kann ich da irgendwas dran ändern? Nee, ne? Nee, dann trinkt er wahrscheinlich. Guck mal bei dem in die ins Inventar, da siehst du auch, wie viel Luft er noch hat. Kann ich den nicht irgendwie vielleicht eventuell. Nein, kann man nicht rausziehen. Nee. Du solltest nicht so lange im Wasser bleiben wegen der Piranhas. Ja, ich komm schon wieder raus. Wo ist mein Vogel? Ah, hier. Ach ja. Okay, der Raptor war schon mal. Naja. Lass mal ihn kurz den Affen zurückbringen, sonst ist der nachher platt, wenn du stirbst. Da ist noch ein Raptor. Ja, dann nimm doch den Affen. Kannst du den nehmen einfach? Kann ich den dir geben? Ja, musst du mir geben, kleinen Moment. Bei deinem Vogel. Ich hole mal eben den Raptor hier. Mal gucken, ob ich den jetzt hier kriege. Hallo, Herr Raptor.
Na? Ja. Stalker, du bist noch bei deinem. Ich bin noch dabei, ich fütter den nebenbei. Und der Minu wieder mal eine neue Dosis rein. Er sieht zufrieden aus. Kriegt feines Fischfilet von den angesiedelten Piranhas hier in der Umgebung. Ist auch gleich fertig. Ach so, bringen wir den dann eben zurück oder was? Dass ihr dann gleich, beziehungsweise du, Letak, mitkommst. Ja, ich bin doch zu blöd, diesen scheiß Piranha, diesen Piranha, diesen Eulen. Oh, was hast du in deiner Kürze Schönes gebaut? Ja, so ein kleines, so ein Außenposten, wenn ich so schnell angegriffen wird. Hochstand. Ja, genau. Wo stehe ich im Weg? Ah, ne, passt. Ne, unten können die Viecher nicht so schnell rauf. Und wir können den Vogel hier oben in sicher parken. Ich wusste nicht, wohin mit dem Vogel dran gehen. Ich habe gelernt, so eine Leiter zu bauen. Die kannst du rauf und runter. Strickleiter? Ja, Strickleiter, genau. Jo. Jo, der ist getamed. Das gibt's doch nicht. Wieso treffe ich den hier nicht? Alter, leck mich doch am Arsch. So, wo ist er? Da ist er. Guck dir den ja an. Ist er nicht schön? Ist das eigentlich ein Männchen? Ja, ist ein Männchen. Jo. Ist oh, der Purple komm her. Ram. Bitte was? Der Raptor haut ab. Du hast einen Raptor? Soll ich dir mal helfen kommen? Mhm. So, du bleibst hier? Ich warte hier, ja. Cool, haut ab. Der liegt gleich wieder im Wasser. Obwohl, das könnte noch funktionieren. Hast du noch Fleisch über? Ich hab Fleisch, ja. Okay. Normales Fleisch verdirbt viel schneller als Fischfleisch. Oh, nee, Quatsch, das ist Zufall jetzt hier. Wie alt das schon ist. Okay. Ist das, was ist das? Schade, das ist ein Männchen, sonst hätte ich ihn Rapunzel genannt. Ich nenne ihn trotzdem Rapunzel. Ja, dann, Zulli, kommen wir mit den Sachen rüber zu ihm, ne? Jetzt brauchen wir noch einen dritten Raptor, ne? Jetzt kann ich meinen Raptor nicht wegbringen. Ach so, einen Sattel brauche ich noch. Ich habe den hier mal auf neutral gestellt, ne? Ja, ich also vielleicht nicht so gut, wenn du den jetzt auch noch mit dahin nimmst, der. Ja. Um angegriffen zu werden. Also, die ist nicht ganz so gefährlich. Raptorensattel kann ich bauen. Und ich würde die auch gerne mal bauen, sonst baut die ja immer der Stoiker. Ja. Darum ist ja, er auch schon gut. So hochgelevelt, weil du die nämlich über die Sattel baust. Daran muss das liegen. Bist du sicher? Keine Nein, Ahnung, keine Ahnung. 110 Tierhäute, dann sammel doch schon mal ein paar Tierhäute. Wir brauchen 310 Tierhäute. Für drei Sättel. Gleich drüben auf der Insel. Da bei euch da hinten, wo du den Raptor gezähnt hast, am anderen Flussufer, da war so ein dickes Vieh. Oder du hast doch bestimmt auch gerade schon ein paar Tier heute bekommen, oder? Du hast doch gerade 156. Nur, es ist ja schon mal fast die Hälfte. Wir brauchen nur noch 300. Soll ich schicken, Wunder? Ich guck mal, wo das Krokodil ist. Was ist das denn für ein schöner Vogel? Der sieht auch interessant aus. Ach, der Papagei. Das müsste hier irgendwo sein. Hier ist ein Biber und ein Biberbau. Oh, Biber würde ich auch mal gerne sehen, ja, wie die aussehen.
Hallöchen. Warte mal, ich guck mal kurz. Muss ich den nochmal betäuben? Nö, gerade nicht. Obwohl, ich mach's trotzdem mal. Den Biber kann man von hier aus sehen. Der läuft da hinten. Ja, wo? Wenn du da hinten die Steinberge siehst, guck mal in die Richtung, davor im Wasser. Ja, ich hol mal eben meinen Vogel und dann fliegen wir darüber. Da kommt ein Zeit. Nee, das ist ein Oviraptor. Schon gut. Ich dachte, da wäre noch ein Velociraptor. Ja. Feuerfliege, komm her. Komm her. So, welches Level ist denn dein Raptor und wie lange braucht er? Hab ich gar nicht geguckt, kannst du mal sehen. Ja. Level 24 ist jetzt zu ein Drittel gezähmt. Das ist ein Biber. Ein großer Biber. Nee, das ist doch hier so ein Tier, was der Holger sich auch. Ach, hier! Oh, kommen direkt Piranhas an im Wasser. Fräsige kleine. Lustig. Hast du den Biber gesehen? Ja, da sitzt einer, süß. Und zwei Bauten. Zwei Bauten? Zwei Bauten von denen. Siehst du die? Ach, hier, das ist im Wasser. Ach so, ja, alles klar. Und da sind Sachen drin, ne? Ja. Ohne Ende. Jede Menge Zement, ganz viel Holz, kannst gar nicht schleppen, so viel in der Regel. Cool. Wenn du alles rausnimmst, zerbricht das. Deswegen wundere dich nicht, dass wenn es zerbricht und du hast die Taschen voll, dass du da nicht wegkommst und musst alles ins Wasser schmeißen. Deswegen in der Regel nimmst du nur die guten Sachen raus. Perlen sind auch in der Regel drin. Ja, aber da kann man nicht rein, sagt der Zulli, weil wegen. Gefiehzeug. So, ich gucke aber trotzdem mal kurz rein. Wie war das mit noch einem dritten Raptor? Ich bin auch ein bisschen rumgeflogen, habe aber nichts gesehen. Sollten wir mal zu Fuß rumgehen, oder? Siliziumperlen. Wow, 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 wow. Sollst du nicht so einfach rein, die werden böse und greifen die an. Stelle ich fest gerade. Ich war der Meinung, ich hätte es erwähnt. Nee, weiß ich nicht. Oder ich hab's einfach gnadenlos überhört. Ich bin gleich tot, scheiß Dreck. Halt, ich greif dich. Du bist doch auf dem Vogel. Ich hätte vielleicht mal auf den Vogel gehen sollen. Alter, von einem Level 1 Biber gekillt. Was ist denn hier los? Level 1? Okay, dann ist ja links schnell unten. Ein Vogel. Ach, Kines. So, du spawnst am Bett, ne? Das heißt, wir müssen zurückfliegen. Okay. Nimmst du den Vogel und nimmst du meinen Vogel? Ich hab den Vogel, komm zu dir, nimm den Raptor mit. Also ich meine Richtung den Raptor, der ist doch noch nicht fertig, oder? Doch, meiner jetzt. Ja, ja. Deiner noch nicht. Kommst du zu dir? Ja, ich bin hinter dir. Ich komme gleich wieder. Aber du kannst nicht so schnell wegen dem Raptor, oder? Ja, doch, der ist flott, guck mal. Geht schon. Oh, okay. Ich weiß natürlich nicht die ganze Zeit Vollgas, ich warte schon ein bisschen auf den. Wichtig ist halt, dass er jetzt nicht irgendein Kleinkram hier angreift. Neutral hast du den gestellt, ne? Ja. Da, was greift hier vorne? Hier ist ein Velociraptor. Ja doch. Sollen wir den holen? Direkt beim Letag hier vorne? Nicht. Letag bei dir vor der Hütte ist er direkt. Ach, das klar. Ist unnützig. Du bleibst mal hier mit dem Raptor. Ich stehe hier, wenn du mir kurz meinen Vogel gibst. Der ist hinter mir. Ich hab nichts, um den zu holen, aber holt den direkt, klar, für den Zulli. Zulli, kannst du den mal holen? Moment. Aber meinen Vogel habe ich immer noch nicht gesehen. Nicht! Oh nein, die Tiere machen den Platz. Ich springe mal auf den Rambo. Das war's. Der ist weg. Ah, ich wollte auch drauf. Okay. Da stand was Falsches. Habt ihr das gelesen? Wieso gibt es hier zweimal die Vögel?
Zweimal Peter Pan? Nein, da ist noch ein Kanu. Was?